Wir stehen im Solothurner Rathaus. Ganz herzlich willkommen zum dritten Fokus zu den Solothurner Regierungsratswahlen. Das Rathaus ausgelesen als Drehort haben die beiden Kandidaten von der SP, der Peter Gomm und Andreas Bühlmann. Wieso stehen wir hier im Rathaus? Das Rathaus ist die Zentrale der Entscheidungen. Hier werden die wichtigen Entscheidungen für den Kanton und für die Menschen im Kanton getroffen. Und um einen Einzug in das Zimmer hier, ins Regierungsratszimmer, geht es am 3. März. Peter Gomm, Sie sind seit 8 Jahren im Regierungsrat, politisieren eben hier in diesem Rathaus. Letztes Jahr haben Sie sich an 2 Asylstandorte ziemlich zähn ausgebissen. Ja, das ist, man ist nicht nur ein Schönwetterregierungsrat im Amt drin, und das geht nicht alles der Anke durch. Das heisst, man muss auch mal Diskussionen mit der Bevölkerung führen für etwas, was vielleicht eine schwierige Geschichte ist. Möchten Sie denn bei einer Wiederwahl das Departement behalten oder möchten Sie noch ein bisschen Abwechslung in einem anderen? Also ich fühle mich sehr wohl in meinem Departement. Ich bin ja mittlerweile auch gesamtschweizerischer Präsident der Sozialdirektorenkonferenz und hoffe, dass ich das auch weiter machen kann. Andreas Bühlmann, Sie arbeiten quasi im Haus, im Amt für Finanzen. Da wären Sie ja eigentlich prädestiniert für das Finanzamt. Die Zuteilung der Departement ist ganz klar in der Regierungskompetenz. Das ist kein Wunschkonzert. Naheliegend wäre es allerdings schon, wenn ich den Sprung ins Finanzdepartement könnte machen. Sie haben in der Bankenkommission geschafft, sind bei der SP, so ein bisschen Finanzen sparen. Das passt für viele irgendwie nicht so zusammen. Also die Sozialdemokratie hat immer sehr gute Finanzminister herausgebracht, ohne Solothurner, der Otto Stich, der das sehr gut gemacht hat, der Willy Richard war Finanzminister und in diese Tradition möchte ich eigentlich eintreten. Peter Gomm, was würden Sie als Ihren grössten Erfolg oder auf was sind Sie am stolzesten von der letzten Legislatur? Ja, ganz sicher auf die Einführung von Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien ganz am Anfang von der Legislatur. Aber es gibt noch 2, 3 andere Sachen. Also die Spitallandschaft ist bei uns geordnet. Wir haben es relativ ruhig. Die Spitalliste ist fertig, keine Beschwerden und das läuft. Andreas Bühlmann, Sie kandidieren ja nicht das erste Mal als Regierungsrat. Sie sind vor 12 Jahren schon mal angetreten. Wieso kommen Sie jetzt nochmal? Weil mich das Amt nach wie vor reizt, weil es eine unglaublich interessante Aufgabe ist und weil man sehr viel bewirken kann für die Bevölkerung von diesem Kanton. Gleich nochmal über Finanzen. Haben Sie gesagt, das wäre gerne Ihr Wunschdepartement. Wo wären denn Ihre Schwerpunkte als Regierungsrat? Wir sind in der nächsten Legislatur konfrontiert mit einem strukturellen Defizit, das man mit entsprechenden Massnahmen beheben muss. Und dort ist es mir sehr wichtig, dass man Opfersymmetrie herbringt, dass alle ihren Anteil dazu müssen beitragen, dass man mit den Betroffenen frühzeitig das Gespräch sucht und dass man die Einnahmenseite nicht vergisst. Wechseln wir zu den Hobbys. Sie, wenn Sie nicht am Zahlen biegen und politisieren sind, dann sind Sie am Musizieren. Wir sehen hier ein Foto von Ihnen. Was bedeutet Ihnen das? Das ist ein sehr guter Ausgleich. Das ist natürlich reine Heimmusik. Das ist noch nicht so weit, dass man könnte auftreten könnte. Aber das bringt mir die nötige Entspannung, wenn ich ein bisschen im Klavier herumklimpere. Oder dann gehen Sie auch gerade selber an Konzerte? Ja, sehr gerne. Jetzt heuer habe ich 2 dicke Eintritte. Bruce Springsteen kann ich hören und Elton John. Peter Gomm, Sie sind leidenschaftlicher Maler. Sieht man an Fotos von Ihrem Büro, wo Sie dort selber Ihre Kunstwerke an der Wand gemalt haben? Ja, das Malen begleitet mich eigentlich von Jugend auf. Also das habe ich autodidaktisch gemacht. Das ist ein bisschen meine kreative Seite, die ich persönlich habe, die dort zum Ausdruck kommt. Aber ich sage jetzt von der Qualität her, ist sicher eine Hobbymalerei, nicht ein grosser künstlerischer Anspruch dahinter. Sind Sie jetzt der letzte Film dazugekommen oder ist es ein bisschen knapp geworden? Letztes Jahr hat man mich fast nie gesehen im Atelier. Es war sehr streng. Es hängt sehr stark mit den politischen Geschäften zusammen. Ich muss mir die Tage ein bisschen zusammenkratzen, was dann möglich ist. Okay, zum Schluss auch an Sie. Je 3 Fragen, die gleichen. Bitte nur mit Ja oder Nein oder maximal eher Ja, eher Nein beantworten. Liberalisierung von der Geschäftsöffnungszeiten, die Wochentags bis am 8. am Wochenende bis am 7. Nein. Nein. Dann sollen gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren? Ja. Ja. Ganz einstimmig. Und dann noch die Abzockerinitiative, ja oder nein? Ja. Ja. Sehr gut. Merci vielmals für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen ganz guten Schlussspurt im Wahlkampf. Das war es vom Fokus für heute. Morgen gibt es wieder einen Fokus. Der letzte, dann die beiden Kandidaten von der FDP. Und die Wahlen am 3. März, die können Sie live mitverfolgen, ab 2 Uhr auf TeleBern und Tele M1. Das war es für heute. Bis morgen. Adieu miteinander.